Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit einem neuen Video zum Cyber Monday. Diesmal ist es, wie ihr seht, relativ früh. Ich habe hier auch überall Fenster auf, nicht wundern. Und mache durchlüften, es ist nämlich schweinekalt. Ich habe auch schon mal so ein bisschen durchgeguckt, wir haben richtig geile Sachen wieder mit bei. Ich mache das diesmal anders, ich habe jetzt nur die Seite offen und wir gucken uns das an und dann die entsprechenden Produkte dann halt im neuen Tab. Ja, Echo spart man 40 Euro. Den Link packe ich euch natürlich zum Cyber Monday unten runter. Und zu ein paar Produkten hier zum Beispiel sowas, das ist doch. Also nicht wundern, hier habe ich doch noch eins offen. Hier beobachte ich immer noch das Babyphone und gucke halt regelmäßig drin. War beim Cyber Monday jetzt nicht drin. Ich gucke aber trotzdem immer noch, ob es da noch ein bisschen mehr Rabatt gibt. So, und hier haben wir dann einmal eine PlayStation 4 mit 1 Terabyte. Das ist die Slim, das ist auch die Slim. Ach, da steht es auch Slim. Jeweils eine Slim-Konsole mit 1 Terabyte drin im Bundle. Einmal mit COD und einmal mit Red Dead Redemption für 229 Euro. Das ist doch ein knaller Preis. Das werden wir auch mal auflassen. Werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Oh ja, Festplatten ist immer gut. Ja, die habe ich ja gestern in der Nacht schon gepostet. Für die PlayStation 4. 6 Terabyte. Komischerweise, die anderen waren nicht billiger. Die kosten alle noch über 100, ja, hier. Ja, 4 Terabyte, 94. Aber warum nicht 5 Euro mehr ausgeben und dann gleich eine 6 Terabyte haben? Ich habe die gleiche auch. Die steht bei mir neben dem Fernseher. Da habe ich so Fotos und Videoaufnahmen, was wir gemacht haben, wenn wir unterwegs waren. Wildpark, Madame Tussauds und sowas alles. Die sind dann alle hier drauf und die können wir uns dann regelmäßig wieder angucken. Für 99 Euro noch 12 Stunden. Also das ist echt ein knaller Preis. Wirklich ein knaller Preis. Ich habe aber nur 5 Terabyte, glaube ich. Mensch, warte mal, weg. Und da müsst ihr aufpassen. Diese hier, die hat natürlich auch einen knaller Preis. So. Die gibt es einmal in weiß, also das ist die Xbox-Version, da steht auch Xbox dran. Die könnt ihr auch für den PC nehmen, das ist jetzt nicht so das Problem. Die sieht optisch richtig geil aus. Ich hatte mir die in schwarz mal bestellt gehabt, ohne Xbox-Logo. Die ist mit der PlayStation 4 nicht kompatibel. Funktioniert nicht. Nicht wegen den 8 Terabyte, sondern wegen den USB-Anschlüssen da vorne dran. Da sagt die PlayStation nämlich, ich kann dich nicht erkennen, weil irgendwie sind die USB gehen die ja mit auf die Platine und dadurch kann die PlayStation die Platine der Festplatte, damit sie weiß, ach, das ist eine Festplatte, nicht erkennen. Die funktioniert nicht. Xbox-Besitzer können die gerne holen, PC-Besitzer können die gerne holen. Anstatt 209, 149 Euro, das ist wirklich ein knaller Preis. Aber für PlayStation-Leute, nee, nicht möglich. So, dann haben wir hier noch ein paar kleine Festplatten, lassen wir das auch mal drin. Was haben wir denn noch Schönes? Oh, hier ein Laptop. Da haben da auch einige schon gefragt nach einem Laptop. Was haben wir denn da für schöne Preise? Von 2099 auf 1799. Das ist ein ordentlicher Preis. Von 1299 auf 899. Das sind urjute Preise. Ist natürlich im ersten Augenblick wirklich ein Knaller, aber wer hat gleich mal so viel Bares? Bares ist Rares. Handys haben wir auch. Blackberry. Naja, Blackberry. Wer interessiert sich für Blackberry? Ich muss mal gucken, ob meiner noch billig ist. Ja. Der hat mal, also der Ursprungswert ist 3.999 gewesen. Ich habe den Ende des Jahres gekauft, also Ende vorigen Jahres gekauft, für 2.998 bei Otto. Und ja, jetzt, der war auch kurzzeitig, also jetzt spart man 49%, also 1.460 Euro, aber nur bei dem 65 Zoll. Bei den anderen zeige ich euch gleich, spart man nichts. Das Kuriose ist, der war vorige Woche hatte ich das schon mal geteilt, den Link. Da war der kurzzeitig mal runter auf 1200 ein paar zerquetschte. Und der 55 Zoll, der kostet 1700, also teurer.
Und der 49 Zoll 4000. Na, das ist aber ein falsches Angebot. Also, da machen sich dann wieder welche irgendwie lustig drüber. Also, weiß ich nicht, wie man sowas drinstellen kann. Wer kauft denn einen Fernseher für 4000 Euro, wenn er die nächste Größe oder zwei Nummern größer kriegt, für einen schmaleren Taler? So. Oh, Kinderspielzeug, was habt ihr denn da Schönes? So. Ach, für den Kaufmannsladen. Ja, da muss ich ja auch bald noch. Das ist für uns uninteressant. Wir kriegen ein Mädchen, also muss ein Kaufmannsladen her. Meine Frau meckert ja schon rum, weil ich bei Lidl so eine Holzbahn gesehen habe, aus Holz, wo man denn, oder die bei den Holzbauklötzen, die wir gekauft haben, da war auch noch so ein großes Paket mit bei, mit Autos und Häusern. Und das Mädchen, die spielt nicht mit Autos. Ja, da muss ich noch gucken, dass man da noch was findet. Astronautenanzug. Das wäre jetzt interessant für meine Tochter. Also für Fasching. Die hat jetzt Wikingerkostüm. Aber hier kann man ja nicht mal die Größe auswählen. Na, 3 bis 6 Jahre hat sich erledigt. Koffer. Ah, oh, Philips. Geschirrspüler. Was haben wir denn da Schönes mit bei? Koffert, stört euch nicht, dass wir das jetzt mal zusammen hier durchmachen? Das sieht doch ganz gut aus. Aber die Preise sind natürlich heftig, wa? Die sind richtig heftig. Oh, hier, das ist auch wieder ein tolles Angebot. Aber ich muss sparen, ich muss warten. Tagesangebot sehr reduziert. Also hier kann man einzeln kaufen, die sind sehr reduziert, Tagesangebote. Oh, die ist auch eine geile Serie. MacGyver, ah, das Neue ist jetzt. Naja, es ist halt so neumodisch. Kette, vielleicht da was für meine Frau mit bei. Die hier habe ich ihr schon geschenkt. Die hier. So ein Engel habe ich ihr auch geschenkt, aber der war nicht an der Kette, das war so ein Schlüsselanhänger mit Silber und weißem Keramik. Also sind die Flügel weiß vom Engel. Den habe ich ihr nicht geschenkt. Aber auch mit so einem großen, aber halt nicht mit Silber, glaube ich. Die habe ich ihr auch geschenkt. Der Engelsrufer ist gar nicht mit bei. Letztens hatten sie ja noch einen Engelsrufer mit bei. Der ist diesmal gar nicht mit bei. Schade. Das wäre auch ein tolles Geschenk, so ein Engelsrufer. Habe ich meiner Frau auch geschenkt. Das ist so silber. Auto wieder. Das ist so eine silberne Kugel. Also so, eigentlich so ein Ball, der in einer Kugel drin ist. Und die Kugel ist aber nicht komplett, sondern hat so Lücken drin. Also ist so ein Muster, was halt eine Kugel ergibt. Und da ist halt eine blaue Kugel drin, weil blau magst du. Nee, lila habe ich mir eh geholt, oder? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ab und zu hat es ja um, weil die sehr lang ist. Unten die Kette ist auch mit bei. Hat sie sich sehr darüber gefreut. Und wenn man dann da so dran schüttelt, dann klingelt es so ein bisschen. Ganz leise. Oh, PlayStation Plus immer noch Rabatt. Ich denke mal, das bleibt doch bis zum 26. so. Ich habe schon einmal zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal verlängern kann. Ich weiß nicht, wie oft man PlayStation Plus draufklatschen kann. Ich packe ich euch auch mal wieder mit rein. 20% Rabatt auf geöffnete, gebrauchte Produkte. Handy und Zubehör. Was haben wir denn da Schönes? Gebrauchte Produkte, also welche diese B-Ware, die schon mal beim Kunden waren und der wollte sie nicht und hat wieder zurückgeschickt. Die werden ja sowieso vergünstigt und dann jetzt nochmal 20%.
Für 164 Euro Nokia 6.1. Samsung Galaxy S7 für 279 Euro. Ja, da müsst ihr mal selber gucken, das packe ich euch mal auch in die Videobeschreibung. Ah, Mikrofonarme. Das ist klar, dass man das wieder zurückschickt. Da habe ich auch 3 oder 4 verschiedene Mikrofonarme durchgenommen, bis ich mir das Original von Rode geholt habe, weil das Rode Podcaster ist so schwer. Ich habe die Mikrofonarme, die waren alle schön fest, die haben auch schön, waren auch, konnte man auch mit Druck machen und so, aber sobald das Mikrofon dran war, ging es nach unten. Die haben das nicht gehalten, weil das einfach zu schwer ist. Oh, das Rode hier, 130 Euro nur, wow. Von okay, 37 Euro. Oh, ein Rode. Da war ich auch mal am Überlegen, ob ich mir sowas für meine Kamera hole. Dann brauche ich nicht immer mit Ansteckmikrofon arbeiten. Das soll wohl auch gut sein. Für 50 Euro. Hier auch noch ein extra Kabel. Spinne von Rode, ja, die habe ich ja auch gekauft. PS1, die PSM1 und das Stativ heißt PSA1 oder so. Ah, dann Kleenet. Oh, nein, oh, ja, nee. Machen wir mal weiter, aber. Ah, da sind schon ein paar echt gute Sachen mit bei. Funkmikrofone. Ah, ich bräuchte was Kleineres, wenn ich dann irgendwo mal bin, wo man ein Mikrofon rumreichen kann. Das kann ich ja nicht, die Funkstrecke kann ich ja hier nicht immer mitnehmen und irgendwo aufbauen. Aber auch interessant, für nur knapp 50 Euro. Oh, meins, das ist es, was ich habe. Damit bin ich sehr zufrieden. Gebraucht. Kriegt man ein paar Jahre Garantie, also das kann man ruhig mal gebraucht kaufen. Ich habe meins neu gekauft. Aber damals gab es keine gebrauchten an. Ja, das habe ich ja wohl, genau. Die Spinne mit Popschutz. Brauche ich zwar nicht den Popschutz, aber war billiger als nur die Spinne. War, glaube ich, 5 bis 10 Euro billiger oder so. Und da habe ich dann halt die genommen. Musikinstrumente. Also das müsst ihr mal durchgucken. Da ist bestimmt für euch was mit bei. Ich mache mal auf Seite 1. Was haben wir denn noch Schönes? Na, Samsung hatte ich ja schon mal gezeigt. €400. OnePlus. Von denen habe ich auch schon mal gehört. Hat die nicht irgendeiner? Wer hat mir denn davon erzählt? Ich weiß es gar nicht. Rasierklingen, was haben wir denn da Schönes? Die sind ja auch mal ziemlich teuer. Ach, 3 sensitiv. Ja, €50 runtergesetzt. Oh, 6 Euro runtergesetzt. Das ist auch schon mal ein guter Preis. Die sind nämlich mal richtig schweineteuer. Na ja, das Echo, das ist Echo Show, erste Generation auch noch. Ich denke mal, das bleibt doch noch die ganzen Cyber Monday Zeit drin. Ja, das habe ich erst dann auch gesehen. Shield, aber Shield hat nicht gut abgeschnitten. Da hat so ja noch das Apple TV besser als Shield abgeschnitten. Ah, ja, was haben wir denn da Schönes? SD-Karten. 400 GB, uff. Weiß gar nicht, ob meine Kamera das schafft. Western Digital 1 Terabyte. Oh, die habe ich für meine Mutter geholt. Das ist so eine ganz kleine, schnucklige. Sieht man das hier irgendwo auf dem Bild? Ah, die Bilder sind immer so rangezoomt hier. Aber die hat sie in komplett schwarz. Die ist auch sehr zufrieden damit. Die haben wir nämlich für Mutter geholt. Ihr seht also auch nochmal. Als externe Festplatte, wo sie dann halt die Fotos von meiner Tochter, von meiner Nichte, von den Schwestern meiner Nichte, von mir, von meinem Bruder, wenn sie irgendwo waren. Oder, was weiß ich, wenn sie irgendwelche Sachen von ihren Freundinnen kriegt. Die wollte nie so ein Smartphone haben. Meine Mutter, nie. Nie. Und
Dann habe ich ihr, ihre Verträge mache immer ich, weil sie sich ja dann nicht auskennt und Handy bestellen auch. Und auch eins und eins, mal alles ich will, oder? Und dann habe ich ihr, was war denn das damals? Huawei habe ich ihr, glaube ich. Nee, Quatsch, die hat angefangen mit Samsung S4 Mini. Dann Huawei P8. Jetzt hat sie das P10 Lite. Ja, so in etwa. Und die wollte nie so ein Smartphone haben. Immer so mit Tasten, so oldschool. Und jetzt, seit die so ein Smartphone hat, die ist mit ihren Weibern da, ist die nur am Bilder tauschen von Feiertage mal ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Dann wirst du zugeballert mit irgendwelchen, Ostern zum Beispiel, irgendwelchen Osterhasen-Videos, Bildern, Liedern, egal was. Und dann immer lustige Bilder. Und die hat, ich habe ihr schon den Speicher erweitert auf, was hat sie in dem Handy, 64 GB, glaube ich. Reicht nicht, ist auch schon wieder fast voll. Da muss ich auch demnächst, das ist, glaube ich, das nächste Weihnachtsgeschenk für Muttern jetzt. Was ist denn los, Mosi? Eine 128-GB-Karte oder so, dann müsste sie erstmal wieder hinkommen. Und so, ich habe ja auch die Cloud installiert und habe ihr auch angeleitet, wie sie das machen muss. Also OneDrive hat sie drauf und dann macht sie einfach von OneDrive, synchronisiert sie das, also macht sie den PC an, synchronisiert das und dann schiebt sie das alles auf Festplatte rüber in die Ordner, die wir ihr erstellt haben, und damit sie auch weiß, wo was ist. Und dann kann sie das aus OneDrive löschen und das, was sie nicht braucht, vom Handy löschen. Da hat sie halt verschiedene Ordner, Feiertage und Familie und ach, was weiß ich. Ja. Und dann hat sie halt ihre Papiere da drin. Aber da 53 Euro ist auch ein guter Preis. So, was haben wir denn noch Schönes? Naja, Clearblue. Brauchen wir nicht, wir sind schwanger. Wecker, was haben wir denn für schöne Wecker? Bahnhofsuhr. Finde ich ja nicht so schön. Mein Vater hat für die Küche hat ja auch so eine Bahnhofsuhr gekauft, aber noch größer und klobiger und noch fettere Zahlen. Das sehe ich selbst mit Brille, ohne Brille. Meine Mutter findet sie so hässlich und Vater findet die total toll. Total toll. Und wir finden die absolut hässlich. Oh, Ballistics. Das ist auch geil. Oh, die haben auch M2? Nee, das ist nicht von Ballistik. Das ist von Ballistik. 8 GB. 8 GB. Ach, nur die 8 GB leider im Angebot. Schade. Das ist auch ein geiles Angebot. Die sehen auch richtig geil aus. Da wird es im nächsten Video geben. Problem ist, ich habe, also mir sind die zur Verfügung gestellt worden. Und ich mache heute auch das Video, heute sind sie hier gekommen, aber die sind defekt bei mir, weil so kam das an bei mir, also von UPS, ja, also hier komplett zerstört. Ja. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht, wartet, so müsst ihr das sehen. Ja. Wartet, so, da, hier ist halt offen, also hier ist ein Schlitz drin. Hier oben ist ein Schlitz und die ganzen einzelnen Dinger, die waren halt hier in dem Paket draußen. Also das war kein Paket, das war halt wieder nur so ein OPS-Umschlag. Und da waren die Dinger einzeln draußen und das zweite Mal, das sah aus, diese Tüte, die war, also da wo man weiß war, also die ist ja weiß und dann so bunt mit diesem OPS-Logo und so, das Weiße war schwarz. Ich weiß, dass die weiß sind und das sieht man auch, dass er Dreck ist. Also ich weiß nicht, was sie mit denen gemacht haben, rumgeschleudert, keine Ahnung. Der zweite Mal in Folge, defekt. Der zweite Mal in Folge. Beim ersten Mal war es einer, jetzt sind zwei und jetzt habe ich es nochmal gekriegt über FedEx, was jetzt mit TNT kam, liegt auf dem Tisch, da mache ich nachher noch ein Video zu. Und in der Hoffnung, dass diesmal alles geht. Und da habe ich dieses hier. Dieses Paket habe ich, oh, das ist auch runtergesetzt. 4x 16 GB von 1010 auf 678,25 runtergesetzt. Also jetzt habe ich zwei, die gehen, die habe ich jetzt drin und teste die gerade und habe die auch von der Einstellung so eingestellt, wie sie sein sollen. So ist das richtig geil. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die anderen dann jetzt auch funktionieren. So, was haben wir denn noch Schönes? Oh, hier haben wir was gefunden. Das wäre doch was. Was haben wir denn da Schönes?
suche ja noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich ärgere sie ja die ganze Zeit damit, dass sie ein Bügelbrett kriegt. Ich will kein Bügelbrett. Sag ich, du hast doch mal gesagt, ein Bügelbrett wäre sinnvoll. Ja, sinnvoll heißt doch nicht, dass ich es gleich haben will. Sag ich, na, jetzt habe ich schon ein Bügelbrett für dich bestellt. Na, ich kann es ja zurückschicken. Kriegst du Töpfe oder so, habe ich gesagt. Die war nicht erbaut. Die war alles andere als erbaut. Die sehen doch schön aus. Und da kann man denn einen Ring drin machen. Ich habe ja schon. Die kriegt ja zur Geburt, kriegt sie ja auch noch einen Ring. Das weiß er nur noch nicht. Oh, hier haben wir nochmal Speicher. Was haben wir denn hier noch? Das können wir wegmachen. Ach, Schredder. Ja, Schredder ist uninteressant. Was haben wir hier? 2 Terabyte. Ja, interessant. Laptop. Was haben wir denn da Schönes? Oh, die sieht ja auch geil aus. Das ist aber eindeutig ein Xbox-Controller, oder? Oh, das sieht richtig nice aus. Das sieht nice aus. War der Preis. Der Preis ist natürlich heftig. Eine MSI-Grafikkarte, okay. Was haben wir denn da an Leistung? Das sieht schon richtig scharf aus, das Ding, muss ich echt sagen. Also wenn die nochmal so Gaming-PCs in dem Preis von einer Playstation machen würden, wo man dann auch wirklich zocken kann, immer mit einem Controller und nicht mal Tastatur, mal Controller, je nachdem wie gerade lustig ist, wäre das auch noch eine Anschaffungswert. Obwohl, ich habe ja jetzt meinen. i5, naja, Nvidia GeForce, GTX 1060 3G Grafikkarte. Ich hoffe, die meinen nicht 3 GB, die 1060 hat doch 6 GB, die habe ich doch selber drin. Aber das wird eine abgespeckte Version sein. SSD, Terabyte, naja, der Preis ist natürlich, sieht geil aus, aber der Preis ist heftig. Da haben wir noch was Schönes. Oh, runtersetzt. Devil. Ach Quatsch, Diablo X. Den hat doch Excel gehabt und Excel war damit nicht zufrieden. 179. Aber wenn Excel nicht zufrieden ist, wer weiß, was man denn kriegt. Nee, lieber nicht. Ich spare weiter und hol mir denn einen Noble Share. Oh, stark reduziert. Odyssey. Für 39 Euro, Mensch, das ist doch. Und hier für 87 Euro Odyssey mit 12 Monate PSN-Mitgliedschaft. Ist doch ein geiler Preis, ne? Das packe ich Oma mit drin. FIFA, was haben wir denn bei FIFA am Rabatt? 39 Euro. Das geht auch. So Crew 2, 27 Euro. Far Cry 5, 29 Euro. Ist das jetzt Cyber oder immer? Da packe ich euch auch mal drin. Games ist ja immer interessant, wenn die billig sind. Oh, hier 10 Blu-rays für 50 Euro. Das hatte ich ja gestern schon gezeigt. Das werde ich reinmachen. Ach, das mache ich nicht rein. Oh, jetzt wird es aber langsam hier wirklich kalt. Ich muss, glaube ich, gleich mal zumachen. Ja. Ja, stark reduziert. Da habe ich jetzt gestern nicht so wirklich was Schönes bei gefunden. Ja. Ist aber auch nur die S mit dem Spiel. Ah.
der Game Pass ist mit bei. Pack machen wir drin für die Xbox-Zocker. Boxen, stark reduziert. Was für Boxen? DVD-Boxen. Naja, machen wir weg. Sony PS4-Konsole und Spiele stark reduziert. Ne, da haben wir doch was. Oh, Horizon. Das ist auch geil. Oh, so ja, die komplette Version. Uncharted, Spider-Man. PlayStation Slim mit Spider-Man für 269. 500 GB. Geht eigentlich auch. Die hatten vor ein paar Tagen hatten sie noch mehr Angebote. 3 CDs für 25 Euro. Boah, Kellys, boah. Ja, nicht wirklich was für mich mit bei. Ich habe ja auch noch eine CD auf meiner Wunschliste, die ich haben will. Kann ich euch ja mal zeigen. CDs. Ja, die hier. Die will ich unbedingt haben. Das ist eine Box. Ja, zack. Da sind 8 CDs drin. Und da sind praktisch 2, 4, 6, 8. Einmal Odin. Also Nordische sagen Odin, Nordische sagen Thor, der Donnergott, Nordische sagen die Erschaffung der Welt, Nordische sagen vom Ende der Zeit Ragnarök. Und das habe ich schon mal bei YouTube eine Hörprobe gehabt, das ist schön erzählt. Mal gucken, wenn Frauchen nicht da ist, kann ich das meiner Tochter vorspielen. Und für mich fürs Auto natürlich auch. Ich finde sowas sehr entspannend. Ich habe ja im Auto einen MP3-Stick mir gemacht mit verschiedenen Hörbüchern, die ich mir mal geholt hatte. Aber ich brauche da mal wieder was Neues. Ich habe nämlich, Er ist wieder da. Dann hatte ich mir noch geholt. Ah, von Stephen Hawking hatte ich mir zwei Sachen geholt. Aber die kann ich schon nicht mehr hören. Das ist einfach zu viel. Was haben wir denn hier? Babyspielzeug? Babyspielzeug ist auch immer interessant. Haben sie aber auch schöne Sachen. Also das muss ich auch mal auf jeden Fall offen lassen und Frauchen zeigen. Da ist bestimmt noch was für uns mit bei. Ja, was haben wir hier? Blitzangebote haben wir auch wieder. Na, hier habe ich nämlich geguckt, aber das habe ich gedacht, oh geil, oh, ist nur die Mopspumpe. Oh, ist mir kalt jetzt, ey. Leck mich am Arsch. Stark reduziert, Drucker. Link packe ich euch jedenfalls zum Cyber Monday mal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Ihr könnt euch natürlich hier noch ganz weiter runter gehen, hier auf diese, also ich zeige euch das nochmal, hier oben, Cyber Monday ganz normal, geht da weiter runter und dann könnt ihr hier auch die Kategorie auswählen, was ihr haben möchtet. Ihr könnt auch eine Preisspanne unter bis, ja, könnt, und Sternebewertung könnt ihr auch aussuchen und dann zeigt er euch halt die entsprechenden an, hier ist er dann auch. Wie gesagt, das ist, wenn ihr das Video seht jetzt, 12 Stunden ist das noch gültig, was ich euch hier gezeigt habe, die meisten Sachen. Und dann ist das leider weg. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Das Video bearbeiten, aber vorher erstmal Fenster zu machen. Wir sehen uns heute Abend wieder, 2015. Odin Zocker, wir zocken Red Dead Redemption 2 weiter. Gestern haben wir den Roboter gesucht und gefunden. Und heute machen wir dann ein bisschen Hauptmission weiter. Muss ja mal vorangehen. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.